Hallöchen ihr da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Kann einem nur gut gehen, jetzt ist bald Wochenende. Also für mich bald, erst morgen Nachmittag. Aber für euch ist es jetzt schon Wochenende. Ich würde jetzt gerne irgendwas einspielen. So. Aber denkt euch jetzt einfach so ein... Ja, okay. Meine erste Frage ist, wie ist denn die Hintergrundmusik? Ist die zu laut oder zu leise oder... Gib mir doch mal eine Rückmeldung, bitte. Thank God it's Friday. Ah, das ist ganz passend. Danke, Tini. So, jetzt begrüße ich erstmal Arti, Melli, Tini und Tobi. Schön, dass ihr da seid. Meine Homies quasi. Ah, schön. Passt. Super cool. Da bin ich ja froh. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag gehabt. Und ach, jetzt kommt jetzt die schöne Zeit, wo man relaxen kann, sich zurücklehnen kann und einfach nur das tun kann, was einem Spaß macht. Ja, oh, Vanessa, hallöchen. Schön, dass du da bist. Ah, cool. Ja, da sind wir ja schon fast genug, glaube ich, um ein ganzes Pokémon wieder zu zeichnen und zu kreieren. Dann würde ich auch mal sagen, wir fangen gleich ohne lange Umschweife an. Ich habe wieder meine Vorbereitung ready. Heute machen wir es nochmal so, dass wir die erste und zweite Generation zusammennehmen. Und beim nächsten Mal, also nächste Woche Freitag, nehmen wir dann die dritte Generation dazu. Alter Schwede. Dann haben wir schon eine Auswahl von sehr, sehr vielen. Über 300, ne? Holla. So. Dann wollen wir mal schauen. Ich gehe einfach mal ungefähr die Reihenfolge, wie hier im Chat geschrieben wurde. Ich glaube, das ist gerade eine gute Lösung. Arti darf sich schon mal einen Körper überlegen. Und da muss ich mal gucken, wer war denn als... Melli darf sich den Kopf überlegen. Tini das Gesicht. Und Tobi die Arme. Und Vanessa, wenn sie möchte, die Beine. Ich hoffe, ich kriege das gleich nochmal zusammen. Also, Arti den Körper, Melli den Kopf, Tini das Gesicht, Tobi die Arme und Vanessa die Beine. Ja, ich glaube, das passt. Wow. Gedächtnistraining erfolgreich absolviert. So, dann fange ich mal an, noch ein bisschen hier rum zu scrollen. Ne? Oh, ich nehme mal lieber das Rädchen, das ist ein bisschen leiser, als wenn man immer klick, 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 klick. Oh Gott, hier wackelt ein bisschen alles, tut mir leid. Ich habe nämlich einen höhenverstellbaren Schreibtisch und der ist, was so die Traglast anbelangt, ziemlich empfindlich. Und jede kleinste Bewegung, nein, nicht kleinste Bewegung, aber wenn man schon so ein bisschen so drauf lehnt und wieder hochgeht, dann wackelt das. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Ansonsten haben wir jetzt so einen kleinen 3D-Effekt mit drin. 3D-Effekt? Egal. Next, hallöchen, schön, dass du da bist. Sandama, cool, okay, Sandama ist das Erste. Die anderen haben ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen, also ihr müsst jetzt nicht gleich... das überlese ich, glaube ich, jetzt sowieso. Wenn ich jetzt zeichne, dann ist das sehr schwer für mich, dann gleichzeitig zu lesen. Aber deswegen habe ich hier meine super coolen, lieben Moderatoren. Magst du Pokémon so ein bisschen zeigen? Ach so, ja klar, warte. Ich scroll mal so ein bisschen langsam runter. In der Zeit suche ich mir ein schönes Sandama. Pokédex, Eintragbild. Oh, der Körper. Hat hier schon so ein bisschen. So, ich scroll noch ein bisschen. Oh, das Emoji von Tini ist immer so süß. Mit dem kleinen Dino. Ist das ein Dino? Ja, oder? Dino oder... Ah, ich glaube, es ist ein Dino. Eine Echse? Ich glaube, ein Dino. Yeah, dafür danke ich euch. Wenn ich euch nicht hätte, dann wäre ich am Popo. Am Popo wäre ich da. Yeah, Dino! Der ist so süß, Tini. Ich finde ihn echt schön. Ich mag auch die Farben von dem. Die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Okay, ich darf... Die Vögel haben jetzt irgendwas runtergeschmissen. Oh, ja, das Spielzeug. Egal. So, ich scroll noch ein bisschen für die Melli. Und fange dann auch gleich mit dem Sandama-Körper an.
können ja Tini und Vanessa und Tobi und der Next alle schon mal gucken. Was ich auch noch. Okay, Fukano muss ich mir mal merken. Ich habe jetzt hier keinen Notizzettel, aber. Melli, merk dir mal Fukano, ne? Ich werde mir dann den gleich raussuchen. Okay, dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Sandama hat ja eine. Jo. Recht. Ich fange mal so ein bisschen mit dem Bauch an. Gut, je nachdem, was der dann für Beine bekommt. Ich lasse das erstmal so. Ich kann jetzt nicht die schönen, kräftigen Beine dran malen. Weil er ja andere Beine bekommt. Okay, hier wird dann der Hals. Münden. So, lassen wir das erstmal so. So. Melli wollte Fukano, ganz genau. Für den Kopf. Für den Kopf. So. Fukano. Hat ja so ein bisschen was von einem Hund. Von einem Hund. Von einem Löwen. Finde ich, ne? Die Ohren, die sind ja schon so ein bisschen wie von einem Löwen. Okay. Okay, es gibt Einträge, da hat der so ein bisschen runde Ohren. Es gibt Einträge, da hat er so ein bisschen eckige Ohren. Ja, rund und eckig. Ja. Gesicht von Gengar. Ach du Scheiße. Sehr schön. Der wird gut aussehen. Ja, okay, der hat so ein bisschen eckige Ohren. Alles klar. Gott. Irgendwann werde ich sie vielleicht mal alle aus dem Kopf können. Wird noch ein bisschen dauern. Dann nehmen wir von Fukano seinen geilen Kopf noch mit. So, mal gucken. Hätte er noch diesen geilen Wuschelpuschel. Wuschelpuschel, Alter. Was erzähle ich denn? Eigentlich ist das ja, eine Punk-Frisur. So, bei mir kriegt er jetzt auch so ein bisschen eckige Ohren. Muss ja nicht ganz exakt so sein, um Gottes Willen. Ich bin ja kein Pokémon-Zeichner. Ich gebe zwar mein Bestes, aber ganz genau wie die Erfinder sie gezeichnet haben, werde ich das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, denn wir wollen ja neue Pokémon schaffen. So, jetzt gehe ich hier mal rum. Und hier rum. Und vollende seine wunderschöne Frisur. Cool, so, und jetzt. Oh, warte mal. Oh, da haben wir ja schon den ersten Kandidaten. Oh, das hat mir jetzt gefehlt. Dankeschön, super. Das ist immer so das Wochenendeinläut-Lied, ey. Das ist cool. Zui ist auch schon mal da. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wir haben nämlich gerade gefressen. Das heißt, sie sind jetzt zufrieden. Halbwegs. Gab ja nur Körner. Nitiki. Das Einzige, was sie sagen können, so, mich fragen immer sehr viele Leute, was können die denn irgendwas sprechen? Da sage ich immer, ja, sie können quaken. Und sie sagen ITQ. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie am Anfang, als ich sie ganz neu hatte, habe ich immer ITQ gesagt. Und seitdem sagen sie das dann immer nach. Und das ist immer voll süß, wenn sie da sind. ITQ. Oh Gott, ich hoffe, das nicht doppelt. Machen wir ein bisschen leiser. So, das Gesicht war jetzt. Gengar war es, oder? Tini? Ja, klar, oder? ja, Gengar. Cool. Mit den Rückenstacheln von Sandama. Oh, du hast recht, Arti. Ja, stimmt. Die nehme ich mit dazu. Das mache ich. Oh, du hast recht, genau. Oh mein Gott, die sehen auch so mega prägnant bei dem. Okay. Mal einen nach oben. Gut, dass ich so aufmerksame Zuschauer habe. Ich würde hier sonst alles verkehren. Bin da! Oh, was ist jetzt passiert?
Wer hat denn da? Oh, Growmotion. Vielen Dank für dein Follow. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, jetzt mache ich noch die fetten Titan-Stacheln. Oh Gott. Naja, wir wollen es mit der Exaktheit nicht ganz so übertreiben. Kann ja auch noch ein bisschen lebendiger aussehen. Okay. Okay, die restlichen gehen so nach hinten, aber kann ja mal gucken, dass ich hier noch einen so raushole. Der wird jedenfalls sehr interessant. Also bis jetzt finde ich ihn ganz, ganz, ja, passabel, niedlich. Wollen wir hier oben noch einen? Ja, komm. Wir lassen noch hier oben so einen rausgucken. Einen Schwanz hat er zwar auch, aber ich glaube, dann nehmen wir dann einfach ein separates. So. Ja, ich glaube, die lassen wir so. Gengar, genau. Das Gesicht von Gengar. Cool, das wird spannend. Ja. Das unvergleichliche Gesicht von Gengar. Oh. Reicht das Grinsen so? Ja, komm, das machen wir richtig schön. Der Mund erinnert mich... Oh nein, Moment. Runter da! Sorry. Der Mund erinnert mich ja so ein bisschen an Totoro. Totoro hat auch so einen Grinsemund. Ich habe jetzt gerade Benjo vom Guardians of the Galaxy Poster runtergejagt, weil der da immer dran geht. Und naja, Vögel, speziell Papageien, haben die Eigenschaft, dann so ein bisschen daran rumzuknabbern. Und dann sieht das alles nicht mehr so schön aus. Ach komm, ein bisschen mehr. So, nein. So, wenn alles gut geht, habe ich vielleicht Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres ein neues Grafiktablett, ein richtig großes. Also momentan zeichne ich auf einem 13 HD, also das hat ungefähr 13, ist das Zoll? Nee, Zoll ist ja Englisch. Alter Schwede, mir fällt das gerade nicht ein. Oh mein Gott, die Vögel machen mich gerade so ein bisschen... Also es ist nicht gerade so ungefähr wie so ein bisschen größer wie eine A4-Seite. Und das Neue, das wird dann richtig, richtig groß. Ich glaube 24 Zoll. Und das ist schon ein richtiger Schritt. Und da freue ich mich schon riesig drauf, weil das erleichtert schon so ein bisschen das Arbeiten, auch wenn man so in die Detailarbeit geht und öfters auch davor sitzt. So, also nicht ganz so nah. Jetzt sieht er aus wie ein Chinese. Ne, Xingxiang schon. Boah, was macht ihr da? Leute, ich kann nicht die ganze Zeit... Die schmeißen hier irgendwas rum. So. Ja, so schön fies. Da passen jetzt die Stacheln noch mehr. Der weiß ganz sicher, sich zu verteidigen. Könnten ja uns mal dann am Ende überlegen, welcher Typ der sein könnte. So, jetzt muss ich mal im Chat lesen. Froschi ist da, Hallöchen! Max, ist Growmotion Max, kann das sein? Cool. So, der Kopf war jetzt Fukano. Sandama war der Körper. Und jetzt sollte. Wo waren wir jetzt? War Tobi die Arme? Und Vanessa die Beine oder umgedreht? Ich glaube, Tobi hatte die Arme und Vanessa die Beine. Ja, ich würde es auch gern fangen. Ich glaube, das ist irgendwie ganz cool. Tobi. Achso, wartet mal. Ja, klar. Ihr wisst natürlich nicht, was ihr nehmen sollt. Kann ich euch doch aushelfen. So. Jetzt hier wieder meine schlaue Übersicht. Ich hab einen Vogel. Explosion. Tomi wollte arme Glurak. Oh, danke schön. Vielen Dank, da habe ich das überlesen. Glurak.
Wir hatten zwar schon Gluraks Arme, aber ich glaube, das war einer der ersten, aber Wurst. Komm her, mein Guter. Wir wissen, du bist die Sui. Das Mikrofon ist auf den Ständer. Da fällt alles runter. Glurak. Ja, okay. Was? Nicht Pupi machen, bitte, auf das Oberteil. Ich wäre dir sehr verbunden. Okay. Oh, da müssen wir dann mal gucken. Wegen den Stacheln. Schade, sieht man die dann nicht mehr. Okay, oh Gott, das wird aber ein bisschen... Oh. Ja, die wollen immer an den Mikrofonhalter, an diese Haltevorrichtung. Ich fürchte, ich muss so ein bisschen was entfernen hier. So. Muss mal gucken. Oi, oi, oi. Vertragt euch. Oh, die wollen miteinander kuscheln. So. Ich bin überhaupt nicht abgelenkt hier. Das läuft hier wie geschmiert. Okay. Okay. Jetzt werden wir gleich entscheiden, ob wir das noch wirklich immer noch fangen wollen, wenn wir das sehen. Die Stacheloptik leidet jetzt etwas darunter. So, der hat ziemlich breite Unterarme. Ganz genau. What? Ich mache sie immer nicht ganz so groß. Ja, wobei, ich könnte dann immer noch größer machen. Ohne der Technik macht es möglich. So, die Krallen nicht zu vergessen. So. Dann machen wir die Stachel wieder. Und den rechten Arm. Und wieder den etwas. Das machen wir noch ein bisschen. So. Den Schweif haben wir dann auch noch. Wenn wir den dann benötigen. So, lassen wir erstmal so. Ich glaube, der kleine Finger, der sieht noch ein bisschen bekloppt aus. Der sieht ein bisschen komisch aus. Kleine Finger. Mächtige Krallen. Okay, lassen wir erstmal so. Dann die Beine. Die Beine war jetzt Vanessa. Hat Vanessa schon die Beine geschrieben? Genau, der braucht coole Beine. Und derzeit kann ich ja schon
Und ein paar Stacheln können wir auch noch retten. Dann sieht man die auch wieder. Cool. So, Beine. Und eventuell noch ein Schweif. Ich glaube, die Flügel können wir uns sparen durch die Stacheln. Kikli, cool! Oh, das ist sogar richtig cool. Kikli passt hervorragend. Der hat ja eine ganz unauffällige Beine. So. Warum ist mein Arm gerade so schwer? Ah, ich weiß. Wir sitzen wieder hier. Sieht man das? Oh. Oh, wir ziehen einen immer so das Oberteil runter. So, Kikli, ganz genau. Cool. Das wird geil. Wo ist denn jetzt mein Browserfenster? Kikli. Damals. So. Kikli. Kikli. Mal gucken, wie lassen wir ihn denn dastehen? Oh mein Gott. Gut, dass wir nach unten noch sehr viel Platz haben. Also, den brauchen wir auch, glaube ich. Bei seinen speziellen Beinen. Okay, dann gehen wir ihm aber auch diesen Bereich hier unten. Die Scheibe ist ungefähr hier. Okay, ist doch ein bisschen zu krass. Oh Gott. Kikli hat doch die schönsten Beine. Ganz ungefährlich sieht auch nicht aus. Wenn du einen ordentlichen Tritt bekommst, dann... Stimmt nicht so angenehm. So. Und dann nehmen wir noch. Gucken, ungefähr hier ist die Mitte. Oh mein Gott. Okay. Noch ein bisschen Perspektive drin.
So, wie sieht's denn aus? Wollen wir dem noch einen Schwanz verpassen? Einen Schweif? Oder? Ja, ja. Oder wollen wir den so lassen? Jetzt muss ich es mal lesen hier. Kikli, Kikli, Schreie sind so, oh ja. Oh, Cherie, du machst mich so Karussell. Genau, Next, Froschi und Crow sind noch offen. Next, hast du denn eine Idee für den Schweif? Und Froschi kann sich ja schon mal einen Körper überlegen für das nächste Pokémon. Und Crow den Kopf. Ich kann euch ja gern noch mal die Liste zeigen. Erste und zweite Gen. Die dritte nehmen wir dann nächste Woche dazu. Wir haben ja noch so viele. Da sehe ich schon mal eins, was ein Schwanz hat. Und wir haben noch einige. Und noch eins. Mann, so viele. Oh mein Gott. Und noch eins. Oh, der von Electek sieht ein bisschen aus wie Masubilami, wenn er 3 Kilometer länger will. Pikachu, gute Wahl, hatten wir noch gar nicht. Dann nehmen wir Pikachus. Aber der hat einen ganz kleinen, ne? Also Schweif. Dann. Mal gucken, wie wir das reinbasteln. Der könnte nicht nach hinten gehen, weil Pikachus ist ja ziemlich. Man wird nicht viel sehen davon. Oder meine ganz groß. Wobei, das wäre auch irgendwie witzig. Aber ich glaube, ich mache ein bisschen kleiner. Bitte ziemlich viele. Wie machen wir den jetzt am besten? Dass man noch genug sieht, weil er hat schon einen ziemlich großen, stämmigen Körper. Bisschen mehr Form. Okay, und gut, das ist ein bisschen farbig, aber cool. Da haben wir unser erstes Pokémon später fertig. Nice. Dann speichere ich den mal ab. Oh Gott, mein Arm ist so schwer. Hey, ihr zwei. Bin ich so ein bisschen weiter höher? Entschuldige, dass ich euch gestört habe. Aber, was auch immer. Komm mal hoch. Komm mal hier. Oh. Hallo. Sie sagt hallo. Nein, die zeigt jetzt keinen Vogel, sie hat sich nur gekratzt. Ein Vogel, der einen Vogel zeigt. Das geht ja gar nicht. So, okay. So, den speichern wir uns jetzt ab. Speichern unter. Bam, 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 bam. Wo habe ich denn die? Hier. Ergebnisse. Nummer 15 bist du. Welcome. So. Dann. Ah, lösch mal. Das Kabel. Boah. Ihr Süßen. Tobi war weg. Ich krieg gar nichts mehr mit hier. Ich muss jetzt mal den Chat lesen. Ich bin wieder da. Okay, Next war auch weg. Wie lange war das jetzt? Pikachu hat einen ganz kleinen, Julia. Ja. Mario Kart. Oh ja.
Oh Mann, ey. Ich müsste mal ein T-Shirt machen damit. Das ist irgendwie lustig. Okay. Nächstes Pokémon. So, wer war jetzt... Oh, ich habe schon wieder vergessen. War Froschi jetzt der Körper? Ich glaube schon, ne? Also Froschi darf sich den Körper aussuchen. Hat er schon eingeschrieben. Und Crow den... Kopf. Theoretisch könntest du noch so ein Muster auf den Bauch packen. Zum Beispiel von Azumare. Warte mal, wir können uns den ja mal angucken. Und... Okay, nee, hier wird der ja nicht sein. Azumare. Ja klar, wir haben ja auch schon mal den Bauchnabel von Sterndu. War das Sterndu genommen? Das war auch sehr exotisch. Sah ganz gut aus. Ja, stimmt. Wollen wir das machen? Wir können ja mal gucken, wie es ausschaut. Wenn es doof ausschaut, ich... Gott, Azumarill hat einen Körper wie ein Überraschungsei. Irgendwie voll süß. Ja, weil diese Wellendings hier, das ist dann die Milchschokolade. Und dann süße... Das ist aber eine schöne Idee, dass wir auch von anderen Pokémon, wenn es passt, können wir auch gerne dann den, ja, so Muster oder irgendwelche Beschaffenheiten wie Hörner, Schweif und so. Azumarill hat nebenbei bemerkt einen sehr interessanten Schwanz. Also der sieht irgendwie lustig aus. Vielleicht können wir den ja heute noch irgendwann einbauen. Der sieht nicht schlecht aus. So, ja, okay, jetzt muss ich ihn aber nochmal speichern, sonst ist das dann weg, wenn ich das morgen überhaupt oder irgendwann wieder aufmache. Deswegen speichern, 15 speichern und vorhandenes überschreiben, ja. Ja, cool. Seid ihr damit zufrieden? Entsprudelwasselmonster, genau. Okay, dann werden wir das jetzt entsorgen, klingt hart, aber ich sag mal löschen. So, warte, ich mach mal meinen Radikum wieder kleiner, sonst kriege ich nachher einen Schreikrampf. So, Yoshi, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Ja, der Sterndu-Bauchnabel, der war legendär. Der war richtig, richtig cool. Oh. Körper. Machomai, cool. Sehr schön. Machomai hatten wir zwar auch schon, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Also wir können es ganz übertrieben nehmen oder nicht. Dann kriegen wir schon wieder so ein... Ja. Naja, wir können ja mal gucken. Da muss ich aber dran denken, dass ich nicht wieder den ganzen Körper male wie sonst. Ist aber hier, ne? Das ist hier schon eine Herausforderung. So oft male ich keine Muskeln. Das ist ein bisschen ganz gefährlich, dass das nicht aussieht wie die Brust. Oh mein Gott! Ja. Okay, da kommen dann die wahrscheinlich... Ah, warte mal, der könnte noch ein bisschen breiter sein, oder? Das ist ja... Hallo? Der ist stark. Da hat man Brustmuskeln wie sonst was. Wie eine Schrankwand, genau. Schrankwandmuskeln. So. Der hat ja so einen doofen Gürtel. Er hat einen doofen Gürtel. Der mir echt nicht gefällt. Der sieht echt schön blöd aus. Egal. Man soll ja die Pokémon wiedererkennen. Deswegen nehmen wir den Super... Der hat ein P auf dem Gürtel. Weiß denn jemand, was das P auf seinem Gürtel bedeutet? Pokémon? Das wäre irgendwie ein bisschen... Ein bisschen zu einfach, oder? Das würde mich mal interessieren. Kam das irgendwann mal, wo das erläutert wurde, was das P bedeutet? Das fällt mir jetzt erst auf. Siehst du, du musst die erst zeichnen. Dann sieht man das auch. So, das ist natürlich eine Wespenteile hier.
Und einen Schlüpper. Oh Gott. Wobei, ich muss den Schlüpfer dann wahrscheinlich nochmal... Scheiße, Schlüpfer. Sorry, Unterhose. Das klingt ein bisschen besser. Der hat keine Nippel. Nope. Warum auch immer. Aber bestimmt, damit es kinderfreundlich bleibt und man da nicht so... Auch wenn es männlich ist, ne? Was? Ja, okay. Egal, gut. Wir haben den Körper. Power, ja, das könnte auch noch gehen. Ja, keine Nippel, finde ich auch doof. Wir können ja dann noch Nippel reinmalen mit, ja, mal gucken. Mal gucken, was uns noch einfällt. Vielleicht gibt es ja irgendein anderes Pokémon mit Nippeln und, nee, wahrscheinlich nicht. Oder, ja, mal gucken, wir schauen mal. Wir gucken uns gleich mal die ganzen Pokémon an nochmal. Ja, muskulös. so, wer war denn jetzt mit dem Kopf? Ich habe das schon wieder vergessen. Warte mal, ich überleg mal. War das nicht Max? Blanas hat Nippel. Da heben wir uns den noch auf. Weil nächste Woche nehme ich dann die dritte Generation mit rein. Das müssen wir unbedingt machen. Oh, scheiße, jetzt ist die Sonne schon wieder so am Schein sein tun. Wartet mal. Ich mach mal ein bisschen die Schotten dicht. So, schon besser. Oui, Melinu. Crow ist dran, genau. Crow, hast du schon was geschrieben? Smogon, cool. Der ganze Typ ist ein Kopf. Aber das ist bestimmt, oh Gott, das wird kein hübsches, glaube ich. Das weiß ich jetzt schon. Oh ja, der Kopf, das wird sehr cool. Wollen wir so einen ganz kleinen... ganz klein, nee, das ist ein bisschen krass. Wir machen ihn mal... Boah, das ist gar nicht so leicht. Da jetzt so ein... Wir machen das mal so ungefähr. Das ist der Kreis des Jahrhunderts. So. Ja, komm. Das muss noch mit dazu. Kriegt jetzt hier überall so geschwulste Pickel, Auswürfe, was auch immer. Dampf. Ey, wir können ihn ja auch dampfen lassen. Der ist immer wütend. Das ist seine Special-Attacke. Warte mal, das sieht doof aus. So. Das immer wütende Pokémon. Typ Gift und Kampf, oder? Nee, da unten lassen wir es mal weg. Der ist schon genug gestraft, glaube ich. Mit seiner Visage. So, und jetzt mal so ein bisschen helleres Grau. Wieder für interessante Pokémon rauskommen. So. Jetzt brauchen wir ein Gesicht. Welches Gesicht nehmen wir? Ich zeige euch nochmal die Übersicht. So, wer war denn jetzt noch gar nicht dran? Yoshi, glaube ich. Ist Yoshi noch da? Was? Ihr wisst schon, dass ihr genau vor dem Mikrofon sitzt. Den Zuschauern fallen die Ohren ab, glaube ich. So. Hier haben wir nochmal unsere Übersicht. Genau, Yoshi darf sich jetzt das Gesicht aussuchen, wenn Yoshi noch zuschaut. So macht das natürlich keinen Sinn. Oh, ihr seid so süß. Seht ihr das? Wie sie huckepack da sitzen? Na gut, jetzt. Oh. Ihr seid so knuffig. Tini hat einen Blobfisch gepostet. Yoshi ist nicht mehr da. Ansonsten fangen wir von vorne an.
Wenn aus jedem Loch von Smogon eine Kuhzitze rauslappen würde, oh, dann wäre das sehr weird. Kuhdinge. Ja, wir können ihm ja dann... Nee, ein Euter passt hier nicht. Nee. Bei dem, in diesem Fall passt hier kein Euter, glaube ich. Aber wir können den, wir können das mal uns jetzt zurücklegen. Das könnten wir eventuell vielleicht irgendwann mal machen. Why not? Ditto. Ich bin zwar nicht dran, aber ich möchte kurz einbringen, wie göttlich ein Ditto-Gesicht aussieht. Dann nehmen wir ein Ditto-Gesicht. Warum denn nicht? Wir machen jetzt einfach so eine... Jeder schreibt, was er möchte. Und wir können ja gemeinsam dann diskutieren und entscheiden, was wir nehmen wollen. Das ist kein Problem. Ist doch eine super Idee. Ditto, oh yeah. Das wird wieder eine richtige Schönheit. Vor allen Dingen. Boah. Wollen wir das... Wir könnten, rein theoretisch... Wollen wir ihm ein so ganz kleines Gesicht geben? Oder soll ich das größer machen? Was meint ihr? Ich finde das eigentlich schon perfekt. Dann gebe ich Smogon noch ein paar Geschwülste. Ganz genau, es ist Freitag. Jipp, jipp, jipp. Oh, ist ein bisschen laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. So, dann können wir uns doch jetzt den Beinen und den Armen widmen. Ich würde mal sagen, wir fangen diesmal mit den Beinen an. Welche Beine wollen wir nehmen? Ich zeige euch nochmal die Übersicht. Beine. Die hatten wir schon. Martini hat nicht sehr viel. Jetzt sind wir in der zweiten Gen. Impalgator hatten wir auch schon die Beine. Hut hatten wir letzte Woche auch schon. Das war... Oh Gott! Ladybar! Das ist... Nee. Meganie, schreibt Melino. Meganie. Ja, warum nicht? Die hat vier Beine. Wir gucken mal. Wollen wir ihm auch vier Beine geben? Vier Beine und zwei Arme. Wow. Das Ding, das wird richtig nice. Oh mein Gott. Ja, doch, komm, wir nehmen Megani. Das passt ganz gut, glaube ich. Dann nehme ich ihm mal ein bisschen von der Hose weg. Ich hoffe, er verzeiht mir das. Weil irgendwie müssen wir dann hier so die... Megania hat ja so ein bisschen, erinnert mich die Beine an wie einen Elefanten. Oh Gott, also jetzt irgendwie kann ich das Pokémon nicht mehr ernst nehmen. Ey! No! Megania. Bist du besoffen? Zoe fällt erstmal runter. Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Ja. So. Gehen wir mir die... Oh Gott, das Vieh tut mir ein bisschen leid. Wie alle. Die kommen alle nicht gut weg hier. Ey. Nee.
Komm mal her, du kleine Nudel. Da will jemand Action. Moment, ich muss mal ganz kurz mich um den Vogel kümmern. Du willst den gern. Du willst den gern und Aufmerksamkeit. So. Ich muss mal kurz den Vogel hier sonst. Ja, komm mal her. Pupi, Benjo. Ja, wunderbar, er hat gekackt. Schön, und das nicht auf meine Oberteil. So, und jetzt die Hinterbeine. Wollte ich Hinterbeine noch nehmen? Aber ich glaube... Ach nee, wir lassen den so, oder? Ich weiß nicht, die Hinterbeine, die würde man eh kaum sehen, weil die dann hier hinten wären. Na gut, wir lassen sie doch. Okay, wir haben jetzt die Beine und jetzt fehlen uns noch die Arme. Die Arme. Er hat gekackert, ja. Zum Glück auf die Zeitung. So, ich zeige euch nochmal die Übersicht. Die Arme. Welche Arme dürfen es denn sein? Flügel oder was auch immer. Flossen haben wir hier auch noch. Oder X-Bart zum Beispiel, der hat ja, die Popokarte, der hat nur Flügel. Ja, Krüppelarme. Okay, welches Pokémon hat denn Krüppelarme? Fluffeluffel. Togepi. Wie sehen, jo? Quaxo. Oh mein Gott, hier stehen ja so viele. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Quaxo. Warte mal, wir gucken uns mal an. Togepi hat die und Quaxo... War der hier auch? Quaxo. Ja, Quaxo ist cool. Ich glaube, den hatten wir noch gar nicht. Lass uns Quaxo nehmen. Wir nehmen Quaxo. Oh mein Gott. Vor allen Dingen, Quaxo ist nicht groß. Das heißt, er kriegt doch keine großen. Oh mein Gott. Der Arme. Quaxo ist ganz klein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann so nicht arbeiten. Sorry. What the fuck? Ganz genau. Oh Mann, ey. Warum reagiert jetzt mein Grab wieder mit mir? Also, er möchte meckern. Gut. Komm, wir machen den anderen Arm auch so. Ich mag zwar keine Symmetrie, aber es wirkt langweilig, aber bei dem, das sieht so schön balla aus. Oh Mann. Das ist Scary Movie 2. Nimm mein starkes Händchen. Okay. Wollen wir dem noch einen Schwanz geben? Eigentlich schon, oder? Oder Flügel. Flügel oder Schwanz. Irgendwas braucht der noch. Das ist ja wirklich ein hübsches Vieh. Dragorans Miniflügel. Gucken wir mal. Ist auch so. Ey, Zoe frisst in der Zeit mein Stift. Okay.
Der sieht aus wie ein Unfall. Ich mach das mal ein bisschen weiter runter. Hätte jetzt schon jemand reingebissen. Das sind Kampfspuren. So. Ich glaube... Der ist jetzt ganz perfekt so. Oh, Cherie, du machst mich so Karussell. Der macht einen definitiv Karussell. Wow. Ein sehr, sehr... Guckt euch das an! Oh, Mann. Oh, man. Nein, das Mikrofon bleibt hier dran. So, cool. Der gefällt mir. Der ist wirklich ganz exquisit. Schnell speichern und nie wieder aufmachen. 16. Boah, 16 Stück schon. Wow. Danke, dass ihr meinen ganzen Schreibtisch eingesaut habt. Mit Schuppen und Federkielresten. Ja. Ein Traummann, oh yeah. Der Traum einer schlaflosen Pokémon-Nichte. So, okay. Jetzt werde ich das gute Ding mal schweren Herzens eliminieren. So. Dann holen wir uns mal Inspiration für einen Körper. Mach jetzt einfach eine Schnellraterunde. Nur, dass wir nicht raten. Ein Dalek eliminieren. Eliminieren. Erklärung. So. Einen Körper. Ein Körper, ein Körper, ein Körper. Oh mein Gott. Hier, ein Überraschungseikörper. Ein Mogelbaum wäre auch nicht schlecht. Der hat auch eine interessante Körperform. Togepi! Komm, lass uns mal Togepi nehmen, weil der hat nämlich das Besondere mit dem Ei. Und von Mewtwo... Überlegen wir uns mal gleich, was wir nehmen. Togepi ist nämlich echt interessant. Das Ei-Pokémon. Eigentlich wäre es ja ganz klein. So, fertig. Nein. Dann sieht man ja gar nichts mehr. Okay, alles klar. Läuft. Whack. Selber whack. Eins, zwei, drei. Okay. Und zack, zack, zack. So, den Kopf. Müssen wir dann noch irgendwie da reinbauen? Ganz genau. Hast du mich jetzt verstanden, Zoe? Das ist ja amazing. Nein, Benjo, Benjo, Benjo. Nicht das Mikrofon, dann liegt das nämlich unten. Das wäre ja nicht ganz so ideal. Komm, jetzt setz dich runter. Zu Zoe. Wir sitzen jetzt direkt vorm Grafiktablett. So. So, jetzt bin ich ganz durcheinander bei diesen ganzen Pokémon jetzt. Mogelbaum. Was nehmen wir denn von Mogelbaum? Das Gesicht? Also, nee, den Kopf meine ich. Den Kopf von Mogelbaum. Und von Mewtwo. Mewtwo bauen wir auch noch ein. Next. Definitiv. Von Mogelbaum. Ja, komm, wir nehmen den Kopf von Mogelbaum. Der hat doch dieses komische Astgebilde da. Ja, was erzählt jetzt? Mogelbaum. Mogelbaum ist eine gute Idee. Komm her. Also...
nicht mal so rund, der Kopf. Das ist eine Holzantenne. Gut. Das Gesicht. Welches Gesicht nehmen wir denn da? Anarchie, warum? Ja, Tobi, geh ruhig essen. Vielen Dank für deine Hilfe. Lass es dir schmecken. Das kriegen wir hin. Die letzten 10 Minuten. Viertelstunde. Tisch ab. Schön. Okay, das Gesicht. Alter. Schwede. Das Gesicht. Welches nehme ich? Sweet, vergewaltigt mein Handy. Sonnenkern, das stärkste Pokémon von allen. Hatten wir da das Gesicht nicht letzte Woche? Ich glaube, das hatte Tini ausgesucht. Mushas Gesicht. Mushas ist auch eine gute Idee. Mushas! Okay, mehrstimmig für Mushas. Das ist eine gute. Mushas hat ja auch ein ganz unauffälliges Gesicht. Oh mein Gott, ja. Okay, so. Das ist sogar hervorragend. Okay, eigentlich. Es ist ja so ein bisschen verdeckt. Sui malt jetzt auf dem Tablet. Ist das süß? Oh ja, Mäuschen, du machst das hervorragend. Hört ihr das? Das Klopfen? Das ist Sui. Die streichen gerade auf dem Grafiktablett. Und Benjo macht auch mit. Oh, ist das süß. Ach nee, muss ein bisschen breiter werden, die Zunge. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn ihr das macht. Ihr seid so süß. Okay. Das ist jetzt die Zunge. Und eigentlich ist es ja schwarz. Dann machen wir das mal so. Und so. Und dann nehmen wir das mal die Gummi. Sui hilft mit. Sui hilft mit Zeichnen. Das ist so lieb von dir. So. Okay. Das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Ich hab die Tastatur, Mäuschen. Ich esse einen Vogel. Oh, mit dir machen sie es, ne? So. Wo sind wir denn jetzt? Packpack? Was? Packpack? Also.
Ja, Sumi macht dann mit dem Schnabel immer so pick, pick, pick und dann streicht sie mit dem Schnabel auf dem Grafiktablett, weil die versteht das schon, das, was ich mit dem Stift mache, will sie dann auch machen können. Ein Fluffeluftzeichen auf die Schale. Ich guck mal. Oh, bitte nicht die Tastatur. Jetzt werde ich attackiert. Das ist... Ach so, du meinst diese kleine Spirale? Why not? Nee, komm mal hier. So. Das ist gleichzeitig der Bauchnabel. Cool. Coole Idee. Oh, Benjo kann auf einem Bein stehen. Super. Fein. Nee, nicht auf das Mikrofon. Da haben wir doch drüber gesprochen. Das wird ganz schwer. Au! Jetzt hat er mich in die Oberlippe gezwickt. Du Kleiner. Brecher. Knödel. Benjo, ja. Muss das jetzt sein? Arme. Wir können das so lassen. Flügel vielleicht noch, oder? Aber ganz kleine Beinchen braucht es noch. Also Arme muss es nicht unbedingt haben, aber Beine, weil Tokubi hat doch auch kleine Beinchen, oder? Was sagt ihr? Das Überraschungsei wird wirklich immer gruseliger, ja. Oh, Benjo, what are you doing? Alter Schwede. Mini-Beinchen, genau. Jetzt ist nur die Frage, von welchem... Warte, ich zeige euch nochmal die Übersicht. Von welchem Pokémon nehmen wir die Mini-Beinchen? Oh. Scheiße, jetzt hat er auf den Teppich gekackt. Dankeschön. Darf ich gleich wieder wischen? Die Freuden, wenn man einen Vögel hat. Mehrere. Macht noch mehr Dreck. Naja, gut, dafür geben sie einem ja auch viel. Füße, Beine. Oh, hier, Inkognito. Oh mein Gott. Was ist bei Inkognito eigentlich die Beine? Hier das hier? Das ist der Arm oder was? Alter. Ja, Benjo hat gekackt. Und ich darf das dann gleich wieder mühselig rauswaschen, weil das nämlich ein weißer Teppich ist. Und naja, aber der ist jetzt kein teurer. Traunvogel. Ja, warum nicht? Gucken wir mal. Traunvogel hat aber... Ja, okay. Yo, why not? Sui! Sie hämmert wieder drauf rum. Traunvogel hat doch diese Wabbeldinger da. Wollen wir das dem geben? Ja, komm. Also irgendwie muss er sich ja vorbewegen. Warte mal, ich fange mal mit dem hier unten an. Was macht ihr denn da? Achso. Jetzt ist der Behälter interessant, wo mein Stift immer reinkommt. Aber auch noch diese kleinen Perlen. Oder lass mal die weg. Warte mal, ich mach die mal enger. Okay. Ein paar Details noch. Flügel oder wollen wir das bekommen? Genau, Inkognito bewegt sich inkognito. dieser kleine Hubschrauber hier hat schon wieder die Kabel angefressen. Schweif, wohin genau? Passt zu den Augen. Au, okay.
Machen wir. Ich sehe gar nichts mehr. So. Wohin genau? Oh Gott, ja, stimmt. Der hat ja diesen wunderschönen... Mein Graphitablett hat sich gerade verabschiedet. Einen Moment. Ich speichere mal vorsichtshalber. Ja, das kommt manchmal vor. Ich gebe dem schon mal die 17. Quack, quack, quack. Ich weiß nicht, ob das an Windows 10 liegt, aber so ab und an verschwindet dann mein Stift ans... Was macht die denn? Ich kann so nicht arbeiten. Jetzt nutzt sie das Graphitablett als Rutsche. Wunderbar. So, Wakem, Wakem, wo bist du? Oh, Cherie, du machst mich so Karussell. Beenden. Und starten. Jetzt müsste es wieder gehen. Komm, ich will doch nur noch den... Ja, es geht wieder. Test, Test. Okay, ich kann jetzt mal nicht mehr. Ich habe jetzt keine Druckempfindlichkeit mehr, aber für den Schweif ist das egal. Und das jetzt für den Schweif. Oh, bitte. Die tanzen einem langsam auf den Kopf herum und auf der Nase. Geh auf der Nase, da kannst du bestimmt auch tanzen. Du kleiner Frecher. So, lass die Tante mal hier den Schweif noch fertig zu Ende malen. So, dann machen wir den noch. Ist jetzt ein bisschen zu dick geworden. Dann gehen wir dann halt hier nochmal rein. Also wenn ihr dem keine Arme mehr geben wollt, dann lassen wir den so. Wenn ihr aber meint, ja doch... Irgendwie wären Arme noch cool oder ein Flügel. Dann immer raus damit. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Oh Gott, das ist jetzt echt ohne Druckempfindlichkeit. Komm, wir lassen den mal schielen. Ja. Oder so. Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, das Pokémon, das muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr gut. So, was meint ihr? Ich muss jetzt mal in den Chat lesen hier. Graf ist schon wieder alle. Pichu-Arme? Wir können ja mal gucken. Wie sehen denn Pichu... Ah. Pichu, Pichu. Machi Pichu. Machu Pichu. Machu Pichu. Ja, komm. Ich habe auch eine Idee. Die könnten ja dann so... aus so einem Riss... Pichu hat so süße kleine. Pichu durchkaut gerade meine Finger, Alter. Nee, komm, die müssen noch kleiner sein. Oh.
Benjo, meine Finger sind keine Kaubonbons. So. Wollen wir den so lassen? Ich würde schon fast sagen, ja. Was meinen denn die Zuschauer? Gucken wir mal wieder in den Chat. Ja, wie nennen wir das denn? Und was ist es für ein Typ? Alter Schwede. Vor allem, wenn man ein Eis hat, sollte man besonders Angst vor dem Pokémon haben. Ja, das ist ruckzuck weg. In der dunklen Seitengasse, ja, definitiv. Es ist Typ Zunge. Okay, why not? Ein neuer Typ. Und welche Attacken hat es? Giftspucke. Acid Split. Hallo Muriel! Wir sind jetzt auch schon am Ende. Ich werde jetzt aber nochmal, vor allen Dingen für Muriel, damit sie sieht, was wir heute schon alles geschafft haben. So, ich speichere das noch schnell. Als 17 war das, ne? Ich glaube schon. Ich mache jetzt keinen Fehler. Drei Stück haben wir heute geschafft. Und ich öffne sie jetzt natürlich noch einmal. So, das war das von jetzt gerade. Das war auch ein sehr exquisites. Attacke Zungenkuss, auch nicht schlecht. Und das war diese. Also die heutigen gefallen mir auch wieder richtig gut. Sind sehr schöne Ergebnisse rausgekommen. Cool. So, wir haben es auch jetzt schon wieder so 10 vor 13, 13 Minuten vor 7. Das heißt, in ungefähr 13 Minuten, so circa 19 Uhr, wird ein Tinny-Stream mit einem Private Battle in Splatoon 2. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich auch schon riesig. Und damit bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Und aha! Ich arbeite unter sehr schweren Bedingungen hier. Ah, Kaubonbonfinger. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und dann nehmen wir die dritte Generation mit rein. Das Wort super fantastisch, ich freue mich schon. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, einen noch schönen Freitag, den ich nicht mehr hören sollte. Und sage bis nächste Woche. Macht's gut und vielen Dank für alles. Tschüss. That's all, folks.